Mal live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner live. Nur auf UE24TV. Hallo und herzlich willkommen bei Fellner Live, heute mit einem Gast, der weltberühmt im Burgenland ist und weltberühmt auch in der SPÖ ist und immer mehr und mehr Menschen tatsächlich ein Begriff ist. Berthold Felber, herzlich willkommen bei UE24TV. Schön, dass Sie heute gekommen sind. Für unsere Zuschauer zu Hause, wer ihn noch nicht kennt, der wird ihn kennenlernen und kennenlernen tut ihn auch gerade seine eigene Partei. Berthold Felber ist einfaches FPÖ-Mitglied aus dem Bezirk Oberpullendorf im Burgenland. Dort ist er auch Unternehmer und zwar in Neckenmarkt. Und warum dieser Mensch, der hier so sitzt und harmlos reinschaut, ordentlich auf die Barrikaden geht, das soll uns Herr Felber jetzt selber erzählen. Herr Felber, Sie sind stinksauer und zwar das auf Ihre eigene Partei. Warum? Ich weiß im Moment nicht, ob ich stinksauer bin oder ob ich eigentlich nur traurig bin über den Zustand dieser Partei. Denn was man in den letzten paar Monaten erlebt hat, das macht einen eher traurig als stinksauer. Im März wurde seitens der Partei entschieden, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen soll um den Bundesparteivorsitz. Es wurde dann geplant, einen Bundesparteitag einzuberufen. Man hat dann allen Mitgliedern die Möglichkeit gegeben, auch zu kandidieren. Es gab davor eine Mitgliederbefragung, die übrigens statutenwidrig war, aber das nur nebenbei, die wurde dann durchgeführt. Das Ergebnis dieser Mitgliederbefragung wurde dann overruled, indem man gesagt hat, okay, wir machen keine Stichwahl und lassen wieder die Mitglieder abstimmen, sondern wir gehen in einen Bundesparteitag und man ließ damit allen Mitgliedern die Möglichkeit offen, sich als Mitglied auch zum Parteiobmann bewerben zu dürfen. Das habe ich am 20. März gemacht. Am 20. März. Da haben Sie sich zu Hause gedacht, irgendwie so, es reicht Ihnen mit dem ganzen Streit um Rendi und um Doskozil. Sie nehmen eine Sache jetzt selber in die Hand oder wie kann man sich da vorstellen, dass diese Entscheidung... Es ist für mich so, dass ich in den letzten Jahren laufend meine Meinung eigentlich selbst etwas verschlechtert vorgefunden habe, weil immer mehr Fehler in der Partei gemacht wurden. Die wichtigste Eigenschaft, die die SPÖ noch vor 30, 40 Jahren hatte, nämlich einig zu sein und nach außen geeint aufzutreten, ging immer mehr verloren. Jeder Parteifunktionär ging mit jeder Meinung, die er hatte, sobald er ein Mikrofon sah in der Öffentlichkeit, diese Meinungen waren nicht abgestimmt. Und dann wurden eigentlich die ganzen Prinzipien der Partei insofern missachtet, es gab eine gewählte Parteiobfrau. Diese Parteiobfrau hat sich dann einer Mitgliederbefragung gestellt. Mehr als 70% der Mitglieder haben ihren Kurs unterstützt. Sie auch? Ich auch. Ja. Nichtsdestotrotz wurde die Anzahl der Querschüsse, ganz speziell aus dem Burgenland, immer mehr. Und letztlich hat es dann anscheinend auch Frau Rendi Wagner gereicht. Und sie hat gesagt, gut, machen wir eine Abstimmung, entlassen wir die Mitglieder entscheiden, wer Parteiobmann sein soll. Was ich daran nicht verstehe, wenn es jemanden gab wie den Herrn Doskozil, dann wäre es für einen Mann, wenn er ein Mann gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, üblich gewesen, dass er beim Bundesparteitag aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich kann es besser, ich stelle mich einer Wahl, ich stelle hiermit mein Programm vor und entscheide, ob ich besser bin oder nicht. Aber immer nur aus dem Hinterhalt und aus der Hecke, wie man so schön sagt in der Öffentlichkeit, alles zu widersprechen und alles schlecht zu machen, was die Parteivorsitzende macht, das ist kein Anzeichen für eine einige Partei. Naja, Doskozil ist es ja dann schlussendlich auch nicht geworden. Insofern könnten Sie zufrieden sein. Aber ich sage ganz bewusst könnten, weil da ist etwas passiert, was Sie nach wie vor traurig macht ein bisschen. Denn auch bei diesem Parteitag ist nicht alles so gelaufen, wie es sollte. Denn Sie wollten ja selber an die Macht in der SPÖ. Sie haben sich gedacht, da läuft so viel schief, ich mache es jetzt endlich richtig. Das, was schief gelaufen ist, hat nicht am Parteitag begonnen, sondern das hat bereits davor begonnen. Es wurde bereits davor die Wahl zum Bundesparteiobmann von der Wahlkommission der SPÖ unter Leitung von Frau Grubesa, weil der Vorgänger von ihr wurde ja sehr unhöflich entfernt, wenn man das so sagen darf, wurde bereits begonnen, die Wahl zu manipulieren. Es wurden Wahlzettel erstellt
Auf diesem Wahlzettel gab es nur zwei Kandidaten. Meine Wahl stammt vom 20. März. Das heißt, erst eine Erinnerung von mir, ein Erinnerungsschreiben an die Partei Anfang Mai, nämlich 21 Tage vor dem Bundesparteitag, hat die Partei dazu veranlasst, mir am 17. Mai ein Schreiben zu schicken, in dem sie mir mitgeteilt haben, ich bin als Kandidat für die Wahl des Bundesparteiobmanns der SPÖ zugelassen. Das heißt, laut Statuten war ich zugelassen. Trotzdem hat man eine Wahlliste erstellt, wo ich nicht aufgeschieden bin. Trotzdem hat man in den letzten zwei, drei Wochen vor dem Bundesparteitag in allen Medien, bei allen Interviews und in allen Aussendungen der SPÖ immer von zwei Kandidaten gesprochen, nämlich Herrn Babler und Herrn Doskozil. Mich hat man ganz klar verschwiegen, damit die Wahl eigentlich vormanipuliert. Aber warum glauben Sie, hat man das gemacht? Warum hat man Sie verschwiegen? Weil ich nur ein einfaches Mitglied bin und die Kaste der Funktionäre in der SPÖ will ganz einfach die Entscheidungsgewalt in den eigenen Händen haben und alle anderen werden ignoriert. Weil es ist doch grotesk. Am 17. Mai hat man mich schriftlich darüber informiert, dass ich als passiver Kandidat zugelassen bin. Nichtsdestotrotz durfte ich den Bundesparteitag, der zu sonst nichts durchgeführt wurde als zur Wahl dieses Bundesparteiobmanns, nicht betreten. Ich war in Linz, ich habe eine halbe Stunde lang versucht, dort Eintritt zu erreichen. Was ist passiert? Als ich auf dem Nachhauseweg war, hat man mich nach 2,5 Stunden darüber informiert, es ist jetzt alles geklärt, ich dürfte rein. Soll ich dann wieder umdrehen und zurückfahren? Da fühlt man sich ein bisschen, ich sage es jetzt mal so, verhohnepippelt. Also da und dann kommt schon, aber noch ein wichtiger Punkt dazu. Die Sozialdemokratische Partei trägt den Namen Demokratie in ihrem Namen. Ist es demokratisch, wenn es drei Kandidaten für die Wahl des Bundesparteiobmanns gibt, dass zwei Kandidaten sich bei dem Bundesparteitag je 45 Minuten vorstellen dürfen, ihr Programm erläutern dürfen, der Dritte bekommt kein Rederecht, der Dritte steht nicht einmal auf dem Wahlzettel, da müssen die Leute, die ihn wählen wollen, die beiden anderen durchstreichen und ihn dazuschreiben. Stellen Sie sich eine Bundespräsidentenwahl vor, wo zwei Kandidaten auf dem Wahlvorschlag sind und den dritten muss man dazuschreiben mit Vornamen und Geburtsdatum. Und wenn dann jemand die Stimme so abgibt, wo ich die Aussage eines Parteimitgliedes habe, dass er mich gewählt hat, nur hat er mir gesagt, dass er nur den Familiennamen Felber hingeschrieben hat und nicht meinen Vornamen und nicht mein Geburtsdatum. Und aus dem Grund wurde diese Stimme als ungültig erklärt. Obwohl der Wählerwille, der mich wählen wollte, ganz klar erkennbar war. Und dann geht es ja noch weiter. Da muss ich jetzt mal kurz zwischenfragen. Aber Sie lassen sich das alles nicht gefallen. Richtig. Denn Sie haben jetzt entschieden, aufgrund dieser groben Ungerechtigkeit, die nicht nur Sie subjektiv trifft, sondern offensichtlich auch tatsächlich rechtlich ungerecht gewertet wird, werden Sie jetzt Schritte einleiten gegen die SPÖ, gegen den gerade mal frisch gekürten, frischen Parteichef, den Andreas Babler. Diesen Aussagen kann ich fast allen nicht zustimmen, weil erstens einmal frisch gekürter Parteiobmann, dazu hätte ich gerne noch etwas gesagt, aber eigentlich gehe ich nicht zu Gericht aus dem Grund, weil ich das will, sondern weil die SPÖ den laut Statuten vorgesehenen Weg, dass ich mich laut Parteistatuten an die Bundespartei wende, die Bundespartei ein Schiedsgericht einsetzt, das Schiedsgericht die ganzen Fakten überprüft, dann entscheidet, ist dieses Beschwerdeschreiben oder dieser Einspruch vom Genossen Felber richtig oder nicht. Nur, das wird nicht in einer demokratischen Partei wie der SPÖ so gemacht, sondern mein Schreiben wurde dem Bundesparteivorstand vorgelegt in der Sitzung am 10. Juli heurigen Jahres. Und in dieser Sitzung hat der Bundesparteivorstand einstimmig entschieden, das heißt, niemanden interessieren meine Argumente, einstimmig entschieden, dass dieser Bundes das Schiedsgericht nicht eingesetzt wird und damit
hat man mir natürlich die Möglichkeit gegeben, ein öffentliches Gericht anzurufen. Ja, aber Herr Faeber, darf ich jetzt ganz kurz einmal fragen, nach den ganzen Querelen in der SPÖ, nach dem ganzen negativen Image, was die SPÖ durch diese ganzen Aktionen bekommen hat, glauben Sie nicht, dass der Parteivorstand dann einfach entschieden hat, wir wollen endlich Ruhe haben, der Faeber soll sich damit abfinden, das ist jetzt einfach mal so, jetzt haben wir den Andi Babler, jetzt läuft alles super, jetzt ist endlich wieder alles auf Schiene. War das nicht vielleicht ein bisschen verständlich, dass der Bundesparteivorstand das abgewählt hat, schon allein deswegen, um die Partei vor weiterem Ungemach zu schützen? Da muss man die Frage stellen, ist Andreas Babler rechtmäßiger Obmann? Ist er? Nein, ist er nicht. Wieso sagen Sie? Weil das eindeutig den Statuten widerspricht. In den Statuten der SPÖ ist ganz klar in einem Satz angeführt, der Bundesparteiobmann der SPÖ kann nur in einer Bundespartei, auf einem Bundesparteitag gewählt werden. Der Bundesparteitag am 3. Juni 2023 wurde um 17 Uhr, ich weiß die Minute nicht, beendet und als geschlossen erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war Herr Doskozil gewählter Bundesparteiobmann der SPÖ. Er hat dort diese Wahl angenommen und danach haben Mitarbeiter der SPÖ Wien die Wahlunterlagen geöffnet, was gesetzwidrig ist. Das hat in Forchtenstein dazu geführt, dass der Bürgermeister neu gewählt werden muss, weil die Wahlunterlagen unbeaufsichtigt ohne Beisein der Wahlkommission geöffnet wurden. Hat man hier gemacht. Dann ist Frau Grubesser zur Bundespartei gefahren, hat selbst nachgezählt und hat dort festgestellt, dass die Stimmen vertauscht sind. Auch der Punkt, dass die Stimmen vertauscht sind, ist inhaltlich widerlegbar, was ich gleich tun werde. Aber damit hat dann nur die Wahlkommission, die eigentlich nicht mehr gültig war, weil der Bundesparteitag vorbei war, am Dienstag, Mittwoch, 5. 6. Juni den Herrn Babler als Bundesparteiobmann bestimmt. Das geht nicht außerhalb eines Bundesparteitags. Aber jetzt könnte man natürlich zu Ihnen sagen, Sie sind jetzt ein i-Tüpfelreiter, Sie mögen vielleicht recht haben, aber Sie sind ein i-Tüpfelreiter, jetzt hat der Andreas Babler diese Rolle, Sie kommen jetzt her und öffnen erneut die Büchse der Pandora und die SPÖ schlittert mit den Klagen, die Sie jetzt in den Raum gestellt haben oder die Sie anstreben, in die nächste Krise. Das ist jetzt natürlich etwas, was schon ein bisschen auf Ihren Schultern lastet, oder? Auf meinen Schultern lastet nichts, denn ich gehe ja diesen Weg nicht. Es ist nach wie vor eine Stimme, die fehlt, die nicht aufgetaucht ist, die immer noch fehlt von den abgegebenen Stimmen. Und dass die SPÖ sich nicht an ihre Statuten hält, dafür kann ich nichts. Ich habe nicht falsch gezählt am Bundesparteitag. Und wenn in den Statuten drinnen steht, wenn so ein Fall ist, dass nachträglich Punkte auftauchen, die eigentlich die Wahl anders darstellen, muss ein neuer Bundesparteitag einberufen werden und dort muss die neue Auszählung bekannt gegeben werden und dann muss es beschlossen werden. Es gelten für den Herrn Babler als Obmann der Sozialistischen Partei die gleichen Gesetze wie für einen Geschäftsführer einer Firma. Diese Partei bekommt staatliche Subventionen und in Wirklichkeit ist Herr Babler rechtlich von gar nicht wirklich Obmann. Ich war in den letzten Tagen mit mehreren Anwälten zusammen. Das größte Problem, das wir hatten, war eigentlich, dass wir das Wahlprozedere nicht nachvollziehen konnten. Wann wurde Herr Babler gewählt? Von wem? Das Ergebnis des Bundesparteitags hatte Herrn Doskozil als Sieger. Und wenn man zu diesem Ergebnis zurückkommt, dann hat Frau Grubesser als Erklärung, die ja nicht stimmt, abgegeben, das Programm hat den Fehler gemacht, dass es die eingegebenen Stimmen als Streichungen gerechnet hat. Das war die Argumentation. In dieser Tabelle sieht man im Fernsehen, das hat man auch gesehen, dass bei mir 0 Stimmen waren. Wenn jetzt diese 0 Stimmen 0 Streichungen gewesen wären, dann hätte ich eigentlich 100% Zustimmung gehabt. Das also heißt, diese Ausrede stimmt ja nicht. Da ist ein bisschen der Wurm drin in der ganzen Geschichte, das war eh schon von Anfang an klar. Aber jetzt muss man natürlich trotzdem sagen, ich meine, wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir heute bei OE24TV sind und hier bei uns so offen über das alles reden. Aber auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass Sie bei uns das erste Mal jetzt versuchen, Ihren Parteivorstand, Ihren Parteichef auf die Idee zu bringen, dass da was nicht ganz richtig gelaufen ist. Haben Sie nicht schon Versuche unternommen, dass Sie sich an den Andi Babler wenden und da irgendwie sagen, Herr Andi, du, da ist was schiefgelaufen, lass uns zusammensitzen, wir reden einmal drüber. Ohne Öffentlichkeit. Ich habe insgesamt nachweislich belegbar
ca. 40 Versuche unternommen, Kontakt aufzunehmen zur Bezirkspartei Oberbullendorf, zur Landespartei Burgenland, zur Bundespartei Wien. Zu Herrn Andreas Babler habe ich 4 oder 5 Kontaktversuche unternommen. Ich habe 8 oder 9 Mails verschickt an Bezirksparteileitungen in Wien, an die Landespartei Niederösterreich, Steiermark, Wien. Ich habe bisher keine einzige Rückmeldung und Antwort bekommen. Einen Anruf in der Gemeinde Dreiskirchen, da wurde ich weggedrückt, als man gehört hat, Herr Felber. Das heißt, die Partei will mich einfach weghaben. Die wollen nicht, dass ich nicht aufhöre und keine Ruhe gebe. Warum? Warum hat man nicht alles laut Statuten gemacht? Warum umgeht man die Statuten? Da würde ich gerne gegenfragen, warum wollen Sie denn dann überhaupt noch bei der Partei bleiben, wo so viel schiefläuft, wo Sie sich so gedemütigt haben lassen müssen, wo Sie sich so ärgern haben lassen müssen? Weil ich das ändern möchte. Mhm. Weil ich möchte, dass in dieser Partei den 150.000 Mitgliedern, denen es genauso geht wie mir, die eigentlich nur ignoriert, unter den Tisch gekehrt werden, deren Meinung nicht zählt, wenn man geht zu den Mitgliedern. Es gab eine Mitgliederbefragung. Was war das Ergebnis der Mitgliederbefragung? Dass Herr Doskozil eine Mehrheit bekommen hat. Und was ist aus der Mehrheit geworden? Die Funktionäre haben das overruled, haben einen Bundesparteitag gemacht, haben diesen Bundesparteitag vom Ergebnis her manipuliert, eindeutig manipuliert, weil wenn ich einen Wahlzettel mit nur 2 Kandidaten versehe und den 3. Kandidaten mundtot mache und ich habe zum Beispiel auch Landesparteien, Bezirksparteien, Bundesparteien angeschrieben, habe darum ersucht, mich bei den Bezirksparteien, Landesparteien vorstellen zu können. Haben Sie auch den Herrn Doskozil angeschrieben? Selbstverständlich. Auch den Herrn, gar nicht. Genauso wie alle anderen. Ich habe den Herrn Fürst kontaktiert, Landesparteisekretär im Burgenland. Ich habe den mittlerweile zurückgetretenen Bundesparteisekretär mehrmals kontaktiert. Ich habe in der Bundesparteileitung mehrmals angerufen. Ich habe in Summe mehr als 50 Kontaktversuche unternommen. Diese Kontakte will man nicht. Und dann muss man wohl zur Kenntnis nehmen, dass ich mir diese klare Diskriminierung eines Parteimitglieds, weil damit diskriminiert man 150.000 andere Parteimitglieder ebenso, nicht nur mich, das geht es nicht nur um mich alleine, und das lasse ich mir ganz einfach nicht bieten. Also man kann das machen, aber nicht mit Ihnen, weil Sie gehen jetzt den Weg, Sie haben schon angesprochen, den Rechtsweg, Sie haben sich mit mehreren Anwälten getroffen und diese Anwälte haben Ihnen jetzt zu was geraten? Diese Anwälte haben mir aufgrund der gesetzlichen Situation, wobei ich sagen muss, wirklich Einfluss genommen und wirklich besprochen habe ich mich mit einem Anwalt, mit einer Kanzlei in Wien, die mich auch vertritt, Herr Rechtsanwalt Felfernick, der das sehr gut macht. Und die haben mir die Gesetzeslage aufgezeigt und haben mir dann anhand der Gesetzeslage gezeigt, dass eigentlich dieser Punkt, dass die Statuten nicht beachtet wurden, in mehreren Punkten, in sehr vielen Einzelpunkten nicht beachtet wurden, die Statuten, und dass man sich über österreichische Grundrechte hinwegsetzt. Man hat die Datenschutzrichtlinien nicht eingehalten, das war zwar bei der Mitgliederbefragung, aber die Mitgliederbefragung ist in einer Form erfolgt, die klar datenschutzrechtwidrig ist, weil man hat Listen, wo sich eine Person mit Namen, Adresse eingetragen hat, der nächsten Person vorgelegt, die konnte ablesen, welche Person mit welcher Adresse auch Parteimitglied ist. Das sind persönliche Daten, die darf die Partei nicht weitergeben. Sie hat es getan. Diese Dinge haben wir alle noch in der Hinterhand, da haben wir noch nichts unternommen. Jetzt geht es einmal nur um die Wiederholung des Bundesparteitags. Wiederholung des Bundesparteitags kann laut diesen Rechtsauskünften nur mit den gleichen Kandidaten erfolgen, mit denen es ursprünglich erfolgt ist, und muss selbstverständlich unter den gleichen Regeln für alle Kandidaten erfolgen. Aber Herr Felber, jetzt muss ich nachfragen, 2024 ist wieder Wahljahr für den Nationalrat. Wenn Sie jetzt diese Klagen anstreben, dann dauert so ein Rechtsweg ja einiges an Zeit und auch die Wiederholung von seinem Bundesparteitag ist nicht einfach morgen aufzustellen. Das heißt, das Ganze wird viel Zeit in Anspruch nehmen und dann fehlt doch der SPÖ wichtige Zeit, die sie eigentlich für den Wahlkampf braucht. Glauben Sie wirklich, dass Sie Ihrer Partei einen großen Gefallen tun, indem Sie diese Gerechtigkeit jetzt durchsetzen?
Da sollte man aber fragen, wer hat diese Büchse aufgemacht, dass man damit rechnen musste. Das ist genau der Fehler der Partei. Man denkt keinen Gedanken zu Ende. Als man das Schiedsgericht abgelehnt hat, musste der Partei klar sein, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Herr Felber zieht das Genick ein und sagt, gut, okay, mit denen lege ich mich nicht an, die sind mir zu stark. Oder der Herr Felber lässt sich das nicht bieten. Aber der Herr Felber, der Herr Törner, und die holt er jetzt raus und die nimmt er auch mit in den Kampf und hat sich da auch wirklich einiges auf die Fahne geschrieben. Ja, ja, aber zurück zu Ihrem Punkt. Sie haben gesagt, ob ich dann nicht das verzögere. Mhm. Die Bundespartei verzögert das. Weil was hätte man tun können? Wenn man zum Beispiel... Naja, aber von Heti Wari wird die SPÖ auch nicht stärker. Naja, aber es ist doch wohl klar, wenn ich einen Bundesparteitag veranstalte und es gibt drei ordnungsgemäß gemeldete Kandidaten. Aber Sie wissen eh, wie das ist mit Recht und Gerechtigkeit. Das sind oftmals zwei Paar Schuhe. Naja. Und am Ende ist halt die Frage, soll der Einzelne, in dem Fall Sie, reüssieren und öffentlich sein Recht bekommen oder soll die Partei einen Vorteil haben, dass jetzt endlich Ruhe ist? Und da komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Herr Felber, bei allem Respekt, ich bewundere Sie wirklich, dass Sie die kurz haben, dass Sie da wirklich sagen, ich ziehe das durch, ich mache das, ich kämpfe wie David gegen Goliath. Aber was glauben Sie, wenn Sie auch am Ende des Tages Erfolg haben und das Gericht Ihnen recht gibt, der Parteitag wiederholt werden muss und Sie sich tatsächlich aufstellen lassen als Parteichef, glauben Sie, das Ergebnis würde anders ausfallen, wenn Sie kandidieren würden? Glauben Sie, Sie hätten eine reale Chance und noch einmal bei allem Respekt, aber Sie sind einfaches Parteimitglied aus dem Burgenland, Sie werden einer immer breiteren Öffentlichkeit bekannt, aber momentan ist es halt doch noch so, dass Sie nur weltberühmt im Burgenland sind. Da muss man sich fragen, hätten Sie überhaupt die Chance zu gewinnen? Wenn ich die Möglichkeit am Bundesparteitag hätte, mein Programm zur Sanierung der SPÖ und zur Beendigung der Wahlniederlagen der SPÖ, die seit 1979 andauern auf Bundesebene, zu beenden, dann bin ich davon überzeugt, dass es dort einige Funktionäre geben würde, die stimmberechtigt sind, die nachdenken würden und sagen würden, er hat ja recht damit. Weil wenn man nur auf die letzten 5 Monate zurückschaut und wenn man die letzten 5 Monate anschaut, dann hat eigentlich die SPÖ die Antwort gegeben. Weil es wurde Herr Babler gewählt am 3. Juni. Und was ist danach passiert? Was ist Herr danach Babler passiert? Waren Sie so unzufrieden mit dem Weg der Herr SPÖ? Babler ist Ruhe eingekehrt ein bisschen? Ist Ruhe eingekehrt? Ja, ich weiß nicht. Ich Herr Babler hat seine Meinungen wiedergegeben. Sofort gab es Gegenstimmen vom Herrn Kovac aus dem Burgenland, vom Herrn Dornauer aus Tirol und wurde er zurechtgewiesen. Der Wiener Bürgermeister hat Aussagen von Herrn Babler sofort konterkariert. Das heißt, die Einigkeit ist ja nicht da. Und was wurde noch vor der Wahl gesagt? Herr Doskozil hat gesagt, nach dieser Wahl müssen wir zusammenarbeiten. Ja, das hat er schon so gemeint. Aber nur wenn er Obmann ist, hat man ja gesehen, wie hat er reagiert. Er ist es nicht geworden, hat sich schmollend ins Burgenland zurückgezogen und die Zusammenarbeit ist weg. Und was ist? Jeden Tag hört man von mehreren SPÖ-Mitgliedern, egal ob das die Frau Heer ist oder ob das der Herr Babler ist oder Dornauer, Herr Fürst aus dem Burgenland, Herr Kovac, ständig widersprüchliche Meinungen. Und solange diese Partei nicht die Meinungen intern koordiniert und mit einer Stimme und einer Meinung nach außen zum Wahlvolk geht, wird die Ergebnislinie der SPÖ weiter nach unten sein. Und Sie könnten das? Das glaube ich, ja. Sie können die SPÖ wieder einen. Das sind große Worte, die Sie da in den Raum stellen. Dass der Andreas Babler Ihnen vielleicht das Angebot macht und sagt, okay, ich höre mir Ihre Ideen an, ich nehme Sie mit in die Bundespolitik. Bisher war niemand würden interessiert. Würden Sie das wollen? Das weiß ich nicht. Das hängt von einem Gespräch ab. Prinzipiell lehne ich nie ein Gespräch ab. Nur meine fast 50 Versuche zu einem Gespräch wurden alle mit der kalten Wimper weggewiesen. Also das heißt, Sie würden die Klage auch gegebenenfalls wieder zurückziehen, wenn der Herr Babler Ihnen Gesprächsbereitschaft signalisiert und vielleicht auch ein bisschen auf den kleinen Mann aus dem Burgenland hört? Nachdem ich glaube, dass diese Klage selbst mittlerweile Dimensionen hat, weil es ist ja auch interessant, die SPÖ ist ein Verein, wird laut Vereinsgesetz gefördert und im Moment hat die Partei eigentlich keinen ordentlich eingesetzten Obmann und damit, wenn man es aus Firmensicht sieht, keinen Geschäftsführer. Er zeichnet aber für die Partei. Darf diese Partei in der Situation überhaupt Subventionen bekommen? Das heißt, ich halte für möglich, dass sich auch andere Stellen wohl oder übel beginnen müssen, dafür zu interessieren und überhaupt in Frage stellen müssen, ob die Partei so weiter darf. Nur eines ist klar,
der Weg an einer Wiederholung des Bundesparteitags, der ist meiner Meinung nach unumkehrbar. Also wird ziemlich spannend werden. Berthold Faeber, lieben Dank für das Interview heute. Wir haben uns gefreut, dass Sie da sind. Weniger gefreut haben dürfte sich alle in der SPÖ, die nicht ganz in Ihre Richtung blicken und vielleicht die Dinge etwas anders sehen. Auf jeden Fall wird spannend bleiben. Mit Sicherheit kann man eines sagen, zur Ruhe kommt die SPÖ mit diesen Aussagen auch in den nächsten Monaten nicht. Wir gehen ganz kurz in eine kleine Werbepause und sind dann mit dem nächsten Interviewgast für Sie wieder zurück.